ihr Lieben, heute geht es bei uns um das Thema Entspannung, weil ich finde, dass das irgendwie gerade in herausfordernden Zeiten, die das Jahr 2020 ja für uns parat hat, sehr wichtig ist und eben auch gerade für Selbstständige eben einfach irgendwie ein wichtiges Thema ist. Wie kann ich es schaffen, dass ich trotz dieser ganzen Gedanken, die in meinem Kopf herumschwirren, dieser Ungewissheit, dass ich nicht genau weiß, was kommt, irgendwie trotzdem eine entspannte Zeit zu verbringen. Und dafür habe ich mir eingeladen, herzlich willkommen übrigens, die Miriam. Miriam ist spezialisiert auf Yoga und im Speziellen auf Yoga Nidra. Das ist eine tiefe Form der Entspannung, aber am besten erzählst du uns da gleich mal mehr darüber, weil du bist ja da die Expertin. Mhm. Hallo und auch willkommen zu dem heutigen Interview. Vielen Dank, Martina, dass ich dabei sein darf. Und steigen wir doch gleich ins Thema Yoga Nidra ein. Das ist, wie die Martina eben gesagt hat, eine ganz eine tiefe Art der Entspannung. Da geht es um Loslassen auf der emotionalen Ebene, auf der psychischen und auf der physischen Ebene. Und Yoga Nidra ist wirklich eine sehr alte, quasi tantrische, ein tantrisches System. Das wurde vom Swami Satyananda Saraswati, so wie wir das heute kennen, im Jahr 1968 entwickelt. Mhm. Und gibt es auch eine tolle Geschichte dazu. Und zwar, das war ein Schüler des Swami Sivananda, der ja sehr bekannt ist durch das Sivananda Yoga. Ja. Und der Swami Satyananda hat Nachtwache gehalten in einer Bubenschule. Und er ist aber doch trotzdem immer, jede Nacht hat er eingeschlafen, ja, von 3 bis 6 Uhr früh. Und die Buben sind aber um 4 Uhr aufgewacht und haben begonnen, Verse zu rezitieren und zu meditieren. Und irgendwann einmal ist der Swami Satyananda draufgekommen, dass er diese Verse kennt, wie er sie einmal gehört hat. Und so ist er draufgekommen, dass Lernen auch passieren kann, wenn wir nicht in einem, so wie wir das kennen, komplett bewussten Bewusstseinszustand sind eben. Und Tantra ist entwickelt aus dem, also Yoga Nidra ist entwickelt aus dem Tantra und aus dem Nyasa. Und das bedeutet etwas platzieren. Und jetzt um noch einmal ganz konkret auf den Namen einzugehen, Yoga Nidra bedeutet eigentlich quasi der yogische Schlaf. Ja? Nidra ist der Schlaf in jeder Form und Yoga Nidra, ja, das ist eben der Schlaf, wenn alle Lasten entfernt worden sind. Und es ist eine geführte Meditation. Und dazu gibt es MP3-Aufnahmen, auch auf meiner Website in Deutsch. Und da kann die Martina euch dann auch noch mehr erzählen. Und ja, Yoga, das klassische Yoga mit den Asanas, so wie wir es kennen, und Yoga Nidra, die gehen einfach Hand in Hand. Ja? Und im Yoga Nidra gibt es ganz systematischen Zugang. Und der Ablauf ist eigentlich immer dasselbe. Und in meinen Workshops gehe ich ja da ganz in die Tiefe in das Thema hinein und vermittle sehr gezielt eben diese Theorie und die Informationen, um dann auch das Praktizieren zu Hause richtig nachhaltig gestalten zu können. Wie kann man sich das jetzt so genau vorstellen, die Praxis, die du machst? Also du lehrst das in Workshops, ne? Wie man das dann selber praktizieren kann, oder? Richtig, genau. Und zwar, da gibt es zuerst eben einen Theorieteil, eine Einführung, was genau das Yoga Nidra ist, die Wirkungsweise, die positiven Auswirkungen. Und dann machen wir natürlich auch einen Asana-Praxisteil, den Körper auf die Entspannung vorzubereiten. Und gibt es von mir ein Live-Yoga Nidra und die Workshop-Teilnehmer bekommen dann natürlich auch MP3-Aufnahmen zur Verfügung gestellt. Und ganz ein schöner Teil eben im Workshop ist zum Beispiel, dass man sich seiner Kraftquellen bewusst wird. Ja?
Und dann noch was ganz Spannendes und Interessantes ist zum Beispiel das Erarbeiten eines Sankalpa und überhaupt die Auseinandersetzung mit dem Thema. Ein Sankalpa ist sowas wie eine Affirmation oder ein Herzenswunsch und es ist auch ein Sanskrit-Wort. Und zu dem Thema, da habe ich mir wirklich viele Gedanken gemacht, weil das oft doch hat man irgendwie so viele Themen, ja, die einen vielleicht beschäftigen. Und gerade jetzt in diesen Zeiten, wo es gar nicht so einfach ist und man vielleicht einige Baustellen hat. Und da habe ich ein Kartenset entwickelt. Das ist wirklich eine ganz wunderschöne Sache. In Österreich. Und das umfasst 88 Karten, die quasi bei der Suche von so einem Herzenswunsch oder nicht, vielleicht eher, könnte man sagen, bei der Formulierung dieses Herzenswunsches hilft. Ja, und das ist einfach eine ganz tolle Sache. Und man kann quasi intuitiv eine Karte ziehen oder innerliche Frage stellen und dann eine Karte ziehen und die Abbildungen auf den Karten, die variieren. Ja, das sind geometrische Zeichnungen oder Symbole der Elemente, Krafttiere oder auch Blumen, aber auch wunderschöne Zeichnungen von Gesichtern oder Händen. Also das ist einfach eine ganz kraftvolle Mischung, die da zustande gekommen ist und die eben genau diesen Zweck erfüllt. Und das ist wirklich auch sehr gut angenommen in den Workshops und es dient einfach wunderbar zur Unterstützung von diesem Prozess und kann eben erleichtert einfach den Zugang ins Innere. Mhm. Was würdest du jetzt sozusagen irgendwie empfehlen? Ja, wie ist deine Herangehensweise, dass man sagt, okay, man kommt mehr in diesen Zustand der Entspannung? Was würdest du sagen, für Tipps für uns parat haben? Da gibt es ganz einen einfachen Zugang und zwar Atmung, ja, Pranayama. Prana bedeutet so viel wie Lebensenergie und Yama ist die Kontrolle, kommt auch aus dem Sanskrit. Und oft ist es so im Alltag, dass wir uns so rastlos fühlen und außer Atem, passt jetzt ja genau in die Corona-Zeit eigentlich. Gell? Und oftmals ist es ganz was Simples möglich und vielleicht auch der richtige Zugang, ja, um einfach einen Gang runterzuschalten und zwar wirklich sich bewusst werden, wie man atmet. Ja, und ganz ruhig sein Ein- und Ausatmen einfach zu beobachten. Und da kommen wir dann gleich schon in die Meditation hinein. Und da wird dann eine ganz interessante Sache, die man üben kann, nicht nur jetzt auf das Einatmen und das Ausatmen und den Atemfluss in den Nasenlöchern und durch eben das dritte Auge hinunter in den Körper zu spüren, sondern auf die Zwischenräume im Atmen. Ja. Nach dem Einatmen und vor dem Ausatmen, da gibt es einen Zwischenraum. Und das ist eine ganz wunderschöne Sache und das beruhigt ungemein. Und das können auch schon ein bisschen ältere Kinder, Jugendliche durchaus, kann man das mit denen machen und kann man praktizieren. Das ist eine ganz schöne Sache. Ja, und dann würde ich gerne vielleicht noch eine Mudra, kurze Mudra-Meditation ansagen. Und da würde ich jetzt dazu einladen. Ja, super. Das klingt spannend. Oder entspannend eigentlich. Genau. Und zwar in entspannter Meditationshaltung hinsetzen. Wer vielleicht Probleme mit den Knien hat, kann die Beine auch gerne ausstrecken oder sich anders hinsetzen, zum Beispiel so, ein Polster vielleicht zwischen den Waden oder bei den Knien tut gut, je nachdem, wie man sich einfach am wohlsten fühlt und wie man kann und wo sitzen kann.
Und zwar, das Mudra, das ich euch gerne zeigen würde, das heißt Hakim Mudra. Und da bringt man die Fingerspitzen zusammen. Man formt so etwas wie eine Raute. Und es schaut fast aus, als würde man einen kleinen Globus halten. Die Ellbogen sind ein bisschen weg vom Körper. Die Schultern gehen zurück. Tief ein- und ausatmen. Man kann auch gerne dann die Augen schließen. Und ihr folgt einfach der Stimme. Und beim nächsten ein- und ausatmen. Dann ganz gezielt den Atem in die linke obere Körperhälfte leiten. Drei Atemzüge. Und dann ganz gezielt in die rechte Körperhälfte. Drei Atemzüge insgesamt. Jetzt konzentrieren wir uns darauf, dass wir den Atem komplett in die untere Körperhälfte leiten. Wir beginnen mit links. Und drei Atemzüge in die linke untere Körperhälfte. Und in die rechte untere Körperhälfte. Wir füllen unseren Körper mit heilsamen Atem. Der Geist wird ruhiger. Der Gedankenfluss verlangsamt sich. Die nächsten drei Atemzüge in den ganzen Oberkörper. Die nächsten drei Atemzüge leiten wir den Rücken hinein, den ganzen Rücken, drei Atemzüge. Die nächsten drei Atemzüge leiten wir den Körper vom Beckenboden abwärts. Ihr spürt den Druck auf den Fingern im Mudra als regelmäßig und gleich. Und nun die letzten drei Atemzüge in dieser Meditation in den ganzen Körper hinein. Atmen in den ganzen Körper. Im Stillen wiederholt ihr. Ich bin eins mit meinem Atem und meinem Körper. Und beim nächsten Ausatmen das Mudra lösen, die Augen wieder öffnen. Namaste. Oh. Vielen Dank, vielen Dank. Das war sehr entspannend.
Die Meditationen, die man sich bei dir auf der Webseite anschauen kann, die sind auch so in dem Stil oder wie lang sind die? Wie kann ich mir das vorstellen ungefähr? Genau, auf der Website gibt es MP3-Aufnahmen, die sind im Studio aufgenommen worden und da geht es wirklich jetzt um Yoga Nidra. Das, was wir jetzt gemacht haben miteinander, das wäre eine der Vorbereitungsübungen, die ich im Workshop mit den Teilnehmern mache, bevor es zum richtigen Yoga Nidra geht. Wie gesagt, das Yoga Nidra wird in Shavasana, ja, in einer liegenden Position dann ausgeführt von den Praktizierenden. Und es beginnt eben auch mit einer Vorentspannung, dann geht es auch um Pranayama und dann rotiert das Bewusstsein von Körperteil zu Körperteil. Und weil diese Wechselwirkung, ja, zwischen dem Bewusstsein, das auf verschiedene Körperteile gebracht wird, mit dem Hirn, ja, da gibt es ein ganz enges Zusammenspiel, ja, Stichwort Motor Homunculus. Dazu gibt es auch mehr Informationen auf meiner Website und dann im Workshop. Dadurch ist diese tiefe Entspannung möglich. Dann in der richtigen Yoga Nidra Praxis geht es weiter mit Visualisierungen zum Beispiel. Es gibt auch spezielle Yoga Nidras, nur quasi die sich mit den Chakren auseinandersetzen. Das ist auch was Wunderschönes. Und dann, wenn man zum Ende vom Yoga Nidra kommt, im Sankalpa ist ein ganz wichtiger Teil auch am Anfang, dieses Zusammenkommen vom Herz zum Stimme, quasi ganz tief wiederholt und eben quasi einpflanzt und der dann am Ende zurückgenommen wird und dann ist die Praxis eigentlich beendet. Und die Aufnahmen, die es auf der Website gibt für Kinder, die sind altersgemäß und ja, eben, man sagt Pi mal Daumen, eine Minute pro Lebensjahr können die Kinder gut vertragen. Und dementsprechend kurz bzw. lang sind die für Kinder ab ca. 5 Jahren schon durchaus einsetzbar. Ja, und. Aber das auch für Erwachsene sozusagen. Genau. Gibt es da spezielle für Erwachsene und für Kinder? Oder? Ja, genau, ja. Und es ist auf der Website aber auch ganz klar deklariert, welche da für Kinder sind, welche Aufnahmen und welche für Erwachsene, kann man sich ja ganz genau durchlesen. Und da gibt es ein ganz tolles Gratis-Angebot, mit dem man einsteigen kann. Auch eine kurze Meditation für Neulinge in der Meditation. Und ja. Vielen Dank. Genau, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke, Martina.